Nee, geht nicht. Hi YouTube-Fans. Ja, lange Zeit nichts mehr von mir gehört wahrscheinlich. Ich habe jetzt endlich mal wieder was bei WeBuy verkauft. Und halt auch mal wieder was gekauft. Das Päckchen ist da. Ja, das Päckchen ist ja halt da. Habt ihr ja gerade gesehen. Wir machen sie jetzt mal zusammen auf. Wo kann man das denn? Wo ist denn die Öffnung hier? Ah, hier ist die Öffnung. Mit einer Hand zu öffnen, ey, das ist schwer. Wisst ihr das? So. Wie bei ihr verpackt das super gut. Wisst ihr das? Und jetzt ist mein Kompliment an die Parkstation, Leute. Ich weiß, ihr seht das eh nicht, aber die Verpackung ist jetzt super einwandfrei. Die ist nicht kaputt, gar nichts. Früher war das ja bei der DHL immer so, wenn ich das in die Parkstation geschickt habe, wurde die Packung aufgerissen oder nicht. Oder war die Versandetikette lose. Und jetzt nicht mehr. So, jetzt habe ich die erste Werbung von Vodafone. Brauche ich nicht. Was habe ich denn noch? Handy, halt's Maul. Ja, ich schreibe ab und zu mit meiner Freundin. Ist das überhaupt der vierte Teil? Ja. Das war's. Nichts habt ihr drin? Keine weiteren Werbungen? Schade, warum habt ihr keine Werbung mehr reingemacht, außer von Vodafone? Ich hätte jetzt zum Beispiel noch die 30 Euro Gutschein für HelloFresh oder so gern gehabt für meine Mutter, weil die sammelt sie, weil die kann gut das Essen. Sie sammelt die gerne für zum Essen, weil, wisst ihr? Aber ist ja nicht schlimm, dann bestelle ich halt beim nächsten Mal und hoffentlich ist beim nächsten Mal wieder HelloFresh-Gutscheine drin. Erfrisch. Ich habe endlich, wurde öfters wahrscheinlich verarscht von wie bei so Spaßhaber oder von dem System. Ich habe immer Kaufalarm gekriegt, dass mein Harry Potter Teil 4 da ist. Wieder auf Lager ist. Immer wenn ich da drauf geklickt habe, immer sofort, wenn das Zeichen da war, habe ich draufgeklickt, war es auf einmal weg. Keine Ahnung. Jetzt habe ich endlich Geld gehabt und jetzt hatte ich Lust. Komm, ich bestelle es mir, auch wenn ich die anderen Bücher noch nicht fertig gelesen habe. Bestelle ich es jetzt endlich mal, dass ich das endlich habe in einer gebundenen Ausgabe. Perfekter Zustand. Keine Leser, keine Eselohren, gar nichts. Perfekt. Einfach nur perfekt. So wünsche ich mir das. So wünsche ich mir das immer von euch. Perfekt. Ich freue mich schon, wenn ich jetzt den 5., den 6. und den 7. Teil habe. Wahrscheinlich auch jetzt der 8. Ich weiß nicht, wie viel es gibt. Wenn ich die alle zusammen habe, fange ich nochmal neu an zu lesen von Harry Potter. Und dann freue ich mich schon drauf. Ich freue mich. Ich habe fast alle Filme geguckt, aber erzählen kann ich leider nicht, weil ich merke mir sowas nicht. Aber trotzdem, finde ich super. So, und jetzt noch was ganz anderes. Ihr habt ja mal mein Aquarium gesehen. Ich habe da ja ein paar Fische gekauft, jetzt heute. Das sind Altenfresser, also Scheibenputzer. Die sind jetzt versteckt. Ich kann euch also nicht zeigen, wo die sind und wie sie aussehen. Aber egal, auf alle Fälle freue ich mich schon, wenn man so sieht. Und die Scheiben sind endlich wieder klar vom Aquarium. Und jetzt zurück zum WeBuy. Ich grüße dich, Marcel. Ich grüße dich, Herr Müller. Ich grüße eigentlich komplett das ganze WeBuy-Team, weil ich finde euch immer noch super. Nur halt das, was mich stört. Was mich überhaupt stört, ist, wenn ich euch jetzt anrufe, ist keine Melodie, ist keine Ansage mehr, wie viele Minuten drin, sondern ein Augenblick. Bitte haben Sie noch Geduld. Sie werden gleich verbunden in dem Sinn. Ich weiß jetzt nicht genau wie, aber egal. Auf alle Fälle, seitdem habe ich das Gefühl, man kommt gar nicht mehr zu euch durch. Oder so gut wie seltener als sonst. Aber das ist ja jetzt egal. Hauptsache, ihr seid super. Ihr habt immer noch bestens Ware. Hoffentlich stirbt ihr nicht aus, sondern hoffentlich werdet ihr vergrößert und kommt irgendwann nicht nur in Berlin, sondern auch mal in die Hessen Bundesland, ins Hessen Bundesland, dass ich euch sogar näher besuchen kann. Schneller und eher näher dran habe. Das heißt, ich kann euch dann schneller besuchen. Aber es spielt jetzt keine Rolle. Dieses Buch werde ich irgendwann lesen, wenn ich die anderen Teile alle zusammen habe. Und dann freue ich mich schon auf das Harry Potter Buch.
Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf einen Daumen hoch freuen. Abonnieren nicht vergessen. Und lasst mir Daumen hier, schreibt mir was in die Kommentare und tut mir einen Gefallen, unterstützt WeBuy, wenn ihr gebrauchte Sachen kaufen wollt. Die sind echt super, haben günstigere Artikel, zu 50% spart ihr mehr als Neupreise. Und wenn ihr Sachen loswerden wollt, geht zu WeBuy oder so, empfehle ich euch super. Egal, abonnieren nicht vergessen, Däumchen hoch und tschüss!